Hallihallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Mein erstes Spiel. Das letzte Mal habe ich ja schon davon berichtet, dass es als Indie äußerst verhängnisvoll sein kann, wenn man zu viel Geld hat. Und da möchte ich gleich weiter dran anknüpfen. Erstmal noch eine kleine Erklärung zum letzten Mal. Ich habe gesagt, zuerst haben wir angefangen, ein Spiel zu entwickeln, ein ganz einfaches, mehr oder weniger einfaches Browser-Game und haben uns schließlich gesagt, wir wollen etwas ganz Eigenes haben. Das liegt daran, natürlich war das andere auch etwas Eigenes, weil es baute ja auf einem Spiel auf, das der Programmierer vorher bereits programmiert hat. Es heißt übrigens Demon Lords. Könnt ihr euch ja mal angucken, demonlords.de ist ein ziemlich altes, aber immer noch unglaublich gutes und durchdachtes Browser-Game. Taktik-Browser-Game, was wirklich einige wirklich sehr innovative Techniken beinhaltet. Also seht es euch an, wenn ihr Freude an so etwas habt. Ich kann es wärmstens empfehlen. Und in der Firma, in der ich gearbeitet habe, haben wir eben ein Spiel gemacht, da wo ich der Projektleiter von war. Und das war, baute eben auf diesem Browser-Game auf. Bloß eben, dass dieses Browser-Game, dieses besagte Demon Lords, ist eben ein nicht kommerzielles Projekt gewesen. Und das Spiel, was wir dann in der Firma gemacht haben, war die kommerzielle Version von diesem Game. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Und jedenfalls, als dann die Firma sich aufgelöst hat, habe ich eben gesagt, ich möchte gerne ein eigenes Spiel machen. Und weil der Programmierer mich nett fand und weil wir wirklich schon lange durch dick und dünn gegangen sind, hat er gesagt, ich könnte ja ein Spiel für dich machen, was ebenfalls auf meiner, also auf seiner Engine beruht. Und dann habe ich eben dafür so ein kleines Konzept ausgearbeitet und dann wollten wir das umsetzen. Aber irgendwann im Laufe der, weiß nicht, der ersten ein, zwei Monate haben wir festgestellt, dass es eben doch besser wäre, etwas komplett Neues zu machen, also von Null anzufangen. Das fand der Programmierer sehr reizvoll, weil er vorher eben noch nie etwas von Null aufgemacht hat. Weil auch dieses Spiel hat er in einer, naja, bereits in einer spielbaren Version, weiß nicht, 2000 rum oder so, von jemand anders übernommen und hat es dann zu dem gemacht, was es heute schließlich ist. Aber es war eben nicht von Null auf programmiert und das war eben sein Anspruch. Und ich fand das auch reizvoll. Ich konnte mir nicht vorstellen, welche Probleme das mal verursachen könnte. Ja, und ich hatte Geld und Ambitionen. Und ich war, obwohl ich schon ein Jahr lang in der Branche gearbeitet habe, noch sehr naiv. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, natürlich machen wir es. Und dann habe ich mir überlegt, wie fängt man überhaupt an? Und da hatte ich eben die Making Games, wie gesagt, und habe da ein Exposé ausgearbeitet. Das hatte, oh, ich habe keine Ahnung, 20 A4 Seiten oder so etwas. Ich habe mir da richtig Mühe gegeben. Und dann kam die Überlegung, was jetzt? Naja, und ich dachte mir, okay, der Programmierer ist noch nicht so weit, dass überhaupt irgendetwas da ist. Aber ich habe ja das Konzept, deswegen wäre es doch wahrscheinlich eine gute Idee, bereits mit den Grafiken anzufangen. Weil wenn der Programmierer erstmal richtig loslegt, dann ist das Spiel ja ruckzuck fertig. Ich habe so 3 Monate angesetzt. Und wenn dann keine Grafiken da sind, dann kann man es ja nicht spielen. Ja, deswegen habe ich eine befreundete Grafikerin damit beauftragt, die Grafiken für das damalige geplante Spiel umzusetzen. Das hieß Giant Wars. Und das war, naja, wie war das Konzept? Also im Großen und Ganzen, man konnte gegen Gegner kämpfen, sich aufleveln, Power Potions nehmen, etwas eigentlich recht Einfaches. Und dafür hatte ich eine Vision im Kopf. Hab so Konzeptionszeichnungen gemacht, die der Grafikerin gegeben und die legt dann los. Und hat die ersten Grafiken angefertigt. Und ich habe das natürlich alles mit Verträgen und allem. Ich wollte es von Anfang an, dass es wirklich perfekt ist. Naja, und das hat mich dann wirklich schon einiges an Geld gekostet, diese ersten verdammten Grafiken zu haben. Und weiß ich nicht, also die meisten von den Grafiken, die damals entstanden sind und die wirklich cool waren,
habe ich bis heute in keinem Spiel verwendet. Das war eben das, so mein wirklich Kardinalfehler, sagt man das so. Man sollte nicht mit den Grafiken anfangen, bevor nicht eine Zeile Code programmiert ist. Und man sollte auch nicht mit den Grafiken anfangen, wenn eine Zeile angefangen ist. Man sollte wirklich erst dann anfangen, wenn man bereits ein Spiel hat. Also vielleicht, weiß nicht, die Alpha-Version oder so. Und wenn man dann anfängt, die ganzen Dummy-Grafiken gegen richtige Grafiken auszutauschen. Aber ich habe zum Beispiel, weiß nicht, Buttons in Auftrag gegeben, bevor ich überhaupt wusste, wie mein User-Interface aussehen soll. Weil ich mir dachte, wie soll ich denn das User-Interface bauen, wenn ich gar keine Buttons habe? Man muss dazu wirklich sagen, ich hatte niemanden, der mir in der Weise, in der Hinsicht irgendwie einen Rat geben konnte. Damals in der Firma haben wir auch keine Werkzeuge zur Hand gehabt. Da haben wir alles nach Bauchgefühl gemacht. Der Unterschied war eben, dass diese Firma millionenschwer war. Und also die hatte wirklich mörderisch viel Geld und deswegen und auch sehr viele Mitarbeiter und auch Freelancer und Outsourcing und alles Mögliche. Es war nicht so jetzt wie bei mir, dass ich dieses eine Spiel geplant habe, um damit dann Geld zu verdienen und ich die ganze Zeit, während ich an diesem Spiel am Anfang gearbeitet habe, eben kein Geld verdient, sondern nur ausgegeben habe. Und dass mein Geld immer weniger wurde, was ich aber irgendwie nicht so realisiert habe. Für mich, es war plötzlich so, ich sage etwas und es wird umgesetzt. Ich gehe zum Programmierer und sage, ich möchte das und das Feature haben und der Programmierer sagt nicht sowas wie, das ist ihm zu schwer oder so, was in der Firma hin und wieder passiert ist, sondern sein Leitspruch war immer, es geht nicht darum, ob etwas möglich ist, sondern nur, wie lange dauert es. Und ja, das war ein unvorstellbares Gefühl der Macht. Also nicht nur, dass man, wie einige Spieleentwickler sagen, sie finden es toll, Welten zu erschaffen. Nein, ich war in der Lage, eine Welt zu erschaffen. Und ich bin mir sicher, also wenn irgendjemand von euch, also weiß ich nicht, ein Engel erscheint und sagt, ihr dürft für einen Tag Gott sein und eine eigene Welt erschaffen, da würdet ihr auch total drunter zusammenbrechen. Ich meine, Gott hat in 7 Tagen die Welt geschaffen. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, was für ein unvorstellbares Zeitmanagement der Typ gehabt haben muss. Ich meine, hier sagt man sich 7 Tage und dann hat er am ersten Tag Licht und Dunkelheit erschaffen und so etwas. Ich meine, ich habe es nicht mal hingekriegt, die Buttons erst nach der Erstellung des User-Interfaces hinzukriegen. Und Gott hat, weiß ich nicht, am 2. Tag schon die Erde vom Wasser getrennt und dann lauter Tierchen, die da rumgefleucht sind und so. Und ich meine, vom Baum der Erkenntnis mal ganz zu schweigen. Ich meine, das war alles durchdacht. Der hat keine Fehler gemacht. Also, wenn wir hier in der School for Games lernen, was Zeitmanagement ist, dann sollten wir uns mal wirklich von Gott eine kleine Scheibe abschneiden. Ich meine, der hat das so toll gemacht, dass er sogar am 7. Tag Zeit hatte, sich auszuruhen. Und er ist Gott. Ich meine, was macht er, wenn er sich ausruht? Wenn er gewollt hätte, ich meine, er war ja sozusagen der erste Freelancer. Er hätte sich jeden Tag freinehmen können. Aber er hat das eben wirklich ganz knallhart durchgeplant, vom ersten bis zum letzten Tag und erst dann hat er sich freigenommen. Und das ist eben auch so eine Sache, die sollten wir uns auch mal zu Herzen nehmen. Das hatte ich nämlich dort auch, das Problem. Ich habe dann eben 3 Tage lang von morgens bis abends gearbeitet und dann habe ich einfach mal 1 Tag freigenommen. Das geht nicht. Das ist absolut nicht okay. Als Gott gesagt hat, komm, lass uns Menschen machen, hat er auch nicht gesagt, so, das ist jetzt beschlossen und jetzt können wir erstmal in den Park gehen oder so. Hat er nicht gemacht. Er hätte es tun können, aber er hat es nicht gemacht. Deswegen großen Respekt an Gott. Er hat seinen Job wirklich gut gemacht. Göttlich sozusagen. Ja. Und naja, also ich bin jetzt schon fast am Ende des 2. Teils angelangt. Und ich muss wirklich sagen, es war schwer. Es war, gerade weil alles möglich war oder möglich erschien, war es schwer. Wenn man in einer Firma arbeitet und ein bestimmtes Budget hat, Deadlines und all so etwas, ist es nicht so schwer, als wenn man ohne Stütze einfach dasteht und sich denkt,
Man möchte das geilste Spiel auf der Welt erschaffen und man hat alle Freiheiten. Ich meine, ich glaube, das ist der Grund, warum viele Leute hier bei uns jetzt, also viele Dozenten meinen, dass Godot für den Anfang besser ist als Unity, weil man in Unity alle Freiheiten hat und die hat man in Godot offensichtlich nicht. Freiheiten können scheiße sein. Oder können einen dazu verleiten, Scheiße zu bauen. Und ich habe wirklich verdammt viel Scheiße gebaut. Wie zum Beispiel die Buttons gemalt, malen lassen, bevor ich überhaupt wusste, ob ich sie brauche. Und ich habe sie nicht gebraucht. Ja, und zum, ja, ich weiß es nicht. Also dann schließlich habe ich gesagt, so, jetzt setzen wir eben mein eigenes Spiel um. Das war eben ein Brettspiel, was ich damals bereits vor der Zeit als Game Designer, als digitaler Game Designer designt habe, als Spieleautor, so nennt sich das. Da bin ich zu allen möglichen Firmen gegangen, die haben alle gesagt, das ist zu taktisch, taktische Spiele kann man nicht gut verkaufen, habe ich ja schon erzählt. Und deswegen habe ich gesagt, das ist ein guter Einstieg und dann haben wir damit begonnen. Ja, jetzt habe ich schon wieder so viel erzählt, aber ich hoffe, ihr nehmt etwas mit. Designt niemals Buttons, bevor ihr nicht wisst, ob ihr sie braucht. Ja. Beziehungsweise, wenn ihr sie selbst designt, ist das vielleicht noch okay, aber wahrscheinlich auch nicht. Nein, nein, es ist blöd, Buttons zu machen, die man am Ende nicht braucht. Das ist richtig scheiße. Gott hat das auch nicht gemacht. Bei der Welterschaffung hat er keinen einzigen Button designt. Merkt's euch. Okay, gut. Also dann bis zum dritten Teil von Mein erstes Spiel. Macht's gut. Tschüss.